Schauspieler, Sänger und Unternehmer Jimmy Blue Ochsenknecht hatte exklusiv für Lieferando ein eigenes veganes Gericht in Zusammenarbeit mit Taste & Soul kreiert. Dieses Gericht nennt sich die Jimmy Orange Mango Bowl. Die Einladung zum 2G Live Cooking Event wollten sich zahlreiche prominente Gäste nicht entgehen lassen, um gemeinsam mit dem frisch gebackenen Papa den Kochlöffel zu schwingen, um eine leckere vegane Bowl zu kreieren. Wie kam es dazu, dass du jetzt vegan kochst? Ehrlich gesagt hat mich Lieferando gefragt, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte, einen Monat vegan mich auszuprobieren. Ehrlich gesagt habe ich da noch nicht so viel Erfahrung mit und deswegen freue ich mich sehr auf die Herausforderung, da ich sonst relativ viel Fleisch gegessen habe, aber das über die Jahre eh schon reduziert hatte. Wollte mich einfach neu ausprobieren, um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert, wie schwer ist es, sich vegan zu ernähren und mich einfach ein bisschen bewusster und nachhaltiger zu ernähren. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Dafür steht auch der Januar und deswegen wirst du dann ab Januar, also nach dem Gänsebraten, anfangen, veganisch. Genau. Erstmal im Dezember jetzt ordentlich noch reinhauen mit der Gans und mit allem Möglichen, was dazugehört. Und dann im Januar das eben weglassen und versuchen dann gesünder mich ein bisschen zu ernähren. Bin gespannt, ob ich es durchhalten werde, aber ich glaube, das kriege ich schon irgendwie hin. Kochst du auch sehr gerne für dich zu Hause? Ja, also ich koche generell sehr, sehr gerne für mich, lade aber auch gerne immer Freunde ein. Families and Friends, für die ich gerne koche. Und freue mich schon sehr drauf, mein Kochportfolio etwas zu erweitern, eben mit veganen Rezepten. Weil da kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Von daher werde ich auf jeden Fall jeden Tag zu tun haben, aber da freue ich mich sehr drauf. Was hast du schon Bekanntschaft gemacht? Veganisches Essen, was du vorher nicht kanntest und was du total überrascht bist, dass das so gut schmeckt? Gute Frage. Also, was ja easy ist, bei einer Bowl zum Beispiel vegan zu essen, wo ich halt überrascht war, dass man, also mit Tofu habe ich schon ein, zwei Mal gekocht, zum Beispiel so eine vegetarische, vegane Bolognese zu machen, da war ich sehr überrascht, dass es wirklich sehr, sehr lecker sein kann. Und jetzt hier unsere Bowl, die wir kreiert haben, die Jimmy Orange Bowl, die schmeckt auch sehr, sehr gut. Okay, dann mach mal weiter. Was bereitest du da gerade jetzt? Das ist hier der Tofu, der wird jetzt kross angebraten. Danach kommt Teriyaki-Soße rein und wird noch ein bisschen mariniert. Der kommt dann raus und wird dann auf den Reis gelegt, genauso ungefähr wie hier sieht das dann aus. Und jetzt braucht er aber noch ein bisschen, aber der soll schön kross sein, ne? Weil wir wollen ja keinen extrem weichen. Als Model ist es selbstverständlich, eine gute Ernährung zu haben. Wie sieht denn deine Ernährung aus sonst noch? Normalerweise sieht meine Ernährung ähnlich aus wie das. Also ich esse Bowls fast täglich. Also wir haben uns so einen Reiskocher geholt und da schmeckt der Reis richtig, richtig lecker. Oder mein Freund kocht den Reis so, wie Jimmy das macht. Perfekt. Tatsächlich, seitdem ich 5 bin, esse ich überhaupt kein Fleisch und dann nehme ich vegan, seitdem ich 5 bin. Ja. Also ab und an habe ich irgendwie mal wieder probiert, weil meine Eltern immer gesagt haben, ja, das ist so wichtig und du bist so schwach, weil du kein Fleisch isst. Aber oh nee, ich mag überhaupt kein Fleisch. Aber auf Käse kann ich leider noch nicht verzichten, sonst wäre ich komplett vegan. Wie sehr gefällt dir dieses Event heute, gemeinsam zu kochen? Ich finde das Event hier total sympathisch. Ich kenne die Leute und Jimmy ist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Ich freue mich. Wenn nur noch die Getränke. Ja, wenn nur noch die Getränke, die er versprochen hat. Ich bin happy, dass er mir zutraut, die Sachen zu schneiden, mitzukochen. Ich hoffe, das wird lecker. Was bereitest du da? Ich bereite jetzt gerade das Gemüse vor und das Obst. Also ich schneide das alles und dann mal gucken. Dann wird das wahrscheinlich alles zusammengewürfelt. Wir sind gespannt. Ich bin auch gespannt. Marius von Taste & Soul. Erzähl mir kurz über Taste & Soul. Ja, Taste & Soul ist ein Lieferservice. Wir sind in knapp 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und auch in England. Und bei uns gibt es im Prinzip leckere, gesunde Sachen. Soul Food, ne? Von Salaten, Bowls, Pfannengerichte, Curries. Alles das, was das Herz begehrt. Ein Lieferservice ist perfekt für den ehemaligen olympischen Kunstturner. Ich habe gerade gehört, obwohl du eifrig am Kochen warst, dass es dir nicht so liegt, das Kochen. Ja, tatsächlich kann ich mich nicht so richtig dafür begeistern, weil ehrlich, wenn mir Leute mal sagen, oh, beim Kochen kann ich so richtig schön entspannen und an andere Sachen denken, also ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich habe eher Angst, dass da 5 verschiedene Sachen sind, an die ich denken muss und das ist völliger Stress für mich. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich eine Frau habe, die gut kochen kann. Ich bin dann der den Abwasch macht und die Küche wieder sauber, nachdem das Schlachtfeld dann hinterlassen wurde. Aber als Profisportler ist dir natürlich gesunde Ernährung wichtig. Ja. Absolut. Ich kenne es nicht anders. Also ich habe
in meiner Sportzeit quasi Ernährungsberater gehabt, die mir die ganzen Pläne geschrieben haben. Jetzt muss ich mich mehr oder weniger darum selber kümmern, aber man hat ja über die Jahre viel gelernt und das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig. Bist du Vegetarier oder isst du auch Fleisch? Also ich liebe Fleisch, aber tatsächlich in letzter Zeit, so wie es auch in aller Munde ist und das relativ viele auch verfolgen, eher gutes Fleisch nur noch zu verzehren. Nicht mehr die Haltungsstufe 1 oder 2, wie das jetzt manchmal dann auch schön plakativ draufsteht. Also den Fleisch- und Fischkonsum ein bisschen zurückschrauben, sodass man eher so 3, maximal 4-mal die Woche Fleisch isst, weil normal, ich esse jeden Tag Fleisch. Ja, so war das bisher. Aber wir versuchen schon, das ein bisschen zurückzunehmen und qualitativ nur noch hochwertiges Fleisch zu holen. Jetzt kochen wir alle zusammen. Wie sehr macht dir das Spaß, hier zu kochen? Tatsächlich ist das wie in einer Fußballmannschaft. Man kann quasi die Verantwortung immer abgeben. Also es macht viel Spaß, ja. Kulinarische Vielfalt to go steht bei Lieferando im Vordergrund. Wie hat sich denn in den letzten Jahren vegetarisches Essen entwickelt als Lieferservice? Wahnsinnig doll. Wir haben erst vor einem Monat die veganen und vegetarischen Zahlen gezogen und die sind allein im letzten Jahr um 75% gewachsen. Und ja, der Trend ist schon langanhaltend zu verzeichnen. Ja, bei Lieferando, bestellst du denn auch persönlich und wann bestellst du immer so bei Lieferando? Natürlich habe ich viel letztes Jahr bestellt, ne, dieses Jahr auch, wo man halt nicht rausgehen sollte. Da habe ich sehr, sehr viel Essen bestellt und mittlerweile halt auch wirklich gesünderes Essen als nur Fast Food. Ne, da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage, auch gesundes Essen zu bestellen. Und mache ich ab und zu, wenn ich jetzt einfach mal zu faul bin, sage ich mal, oder wenn ich mir denke, komm, heute habe ich keine Lust zu kochen, passiert natürlich auch mal öfter. Und dann bestelle ich bei Lieferanten. Ab Januar heißt es dann The Go Vegan 31D Challenge. Und mit der Jimmy Orange Mango Bowl kommt ihr gut voran mit dem Vorsatz für einen guten, gesunden Start ins neue Jahr.